Josh und Chanin sind bei uns heute zu Gast im Studio. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass sie hier sind. Aus gegebenem Anlass, denn am 9. Februar bringen die beiden ihr neues Album raus. Das heißt 2. Und da ist auch eine neue Single involviert, die heißt Lass los. Jetzt haben wir beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass ihr euch vom Stil her ein bisschen von der Naivität, von der Kindlichkeit wegbewegen wollt. Wie habt ihr das denn realisiert, jetzt zum Beispiel in der neuen Single? Ja, es ist, also, ja, schwierige Frage. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr harmonisch. Es sind mehr Beats beim ganzen Album dabei. Es ist ein bisschen mehr von den Beats her in eine Hip-Hop-Richtung. Und ansonsten haben wir halt einfach soundtechnisch sind wir ein bisschen erwachsener geworden, ein bisschen haben wir uns weiterentwickelt. Ja, es ist nicht mehr nur akustisch, sag ich mal, sondern es ist einfach auch ein bisschen mehr Elektronik dabei, mehr elektronische Gitarren auch, also auch andere Instrumentierungen und so würde ich das sagen. Okay, wenn man euer altes Albumcover, euer altes Albumcover, sag ich mal, anguckt, dann war das ziemlich froh, freundlich. Da waren so drei junge Menschen, die hochgesprungen sind, gegrinst haben. Es war alles sehr bunt. Und wenn man jetzt auf eure Facebook-Seite geht und sich das Profilbild dort anguckt, dann ist das schwarz-weiß gehalten. Der eine guckt auf den Boden, der andere nach oben. Es sieht ein bisschen ernst aus. Ja, der Ernst des Lebens. Also wir sind gereift und haben begriffen mittlerweile, dass das Leben kein Spaß ist und Musik macht auch keinen Spaß mehr. Und nee, Quatsch. Also ja, es sieht anders aus. Du hast recht, das ist reifer, es ist weniger Farbe drin, sieht seriöser, professioneller aus, finde ich jetzt. Wir haben uns mehr Zeit gelassen für die Ideen für das Cover. Wir haben die Ideen gesucht, entwickelt und dann haben wir das eben mit auch guten Freunden geschossen. Ruben Schmitz zum Beispiel oder Sascha aus Darmstadt. Mit dem haben wir die Bilder geschossen, jeweils fürs Album und fürs Cover. Waren zwei verschiedene Fotografen dran. Wir hatten auch eine große Auswahl und haben uns dann für die beiden jetzt entschieden. War halt, also ist halt schon ein geiles Bild, dieses Schwarz-Weiß. Wir haben uns dafür entschieden. Gab auch keinen zweiten Platz. Es war erster Platz und es war klar, dass das das Albumcover wird. Und was war da so die Inspiration dafür? Für das Bild gab es jetzt keine, also das war jetzt, es stand keine Intention am Anfang, sondern wir haben halt geshootet und dann kam das Bild halt zustande und wir haben ziemlich schnell gewusst, das ist ultra geil, das gefällt uns extrem gut. Auch durch die Farblosigkeit irgendwie, es hat so was sehr Edles gehabt und ich fand, dass diese ganze Naivität sozusagen, die bei dem ersten Cover und beim ersten Album so ein bisschen noch da war, die bei uns auch einfach noch da war, dass die auch bei dem Foto jetzt nicht mehr keinen Platz mehr drin hatte und das hat einfach gut gepasst. Also einfach, ich finde es, das gefällt mir sehr gut, weil es so edel ist. Die Komposition ist, also es ist, wir haben das gar nicht so extra jetzt geplant, aber es ist dann, was entstanden ist, finde ich ziemlich cool geworden mit der Linienführung im Bild und so. Also die Komposition ist einfach ziemlich cool, finde ich. Also auch so ein bisschen kreative Ader dann ausgelassen. Ja, aber es war sehr spontan. Das haben wir dann mit Sascha Ivanov in Darmstadt im Studio geshootet und es ging total schnell und dann hatten wir das und dann haben wir gesagt, ja, das ist genial. Gut. Die neue Single Lass los. Ich habe ja gerade eben gesagt, da waren drei Jungs auf dem Albumcover. Jetzt sind hier aber nur zwei Jungs. Hat das denn was auch mit dem Titel des Songs zu tun, Lass los, oder ist es... Nee, der Song entstand viel früher. Also das hat damit nichts zu tun. Wir haben uns jetzt in dem letzten halben Jahr ungefähr von dem Dritten gelöst, vom Lukas. Das war eine eigene Entscheidung von ihm. Er hat die Zeit leider nicht mehr gefunden, aus Privatgründen. Und ja, wir konnten dagegen auch nicht viel machen. Es ist schade, aber wir machen weiter zu zweit. Das klappt ganz gut. Wir passen uns an. Es geht weiter. Also Marie, wir waren ja auch schon mal zu zweit. Wir haben uns zu zweit gegründet. 2011 haben wir uns zu zweit gegründet. Dann waren wir ziemlich lang zu dritt. Wir waren auch mal zu fünft und jetzt quasi back to the roots zu zweit wieder. Also ja. Okay, dann gehen wir mal wieder weg vom Drama. Wo kann man denn euer Album dann kaufen am 9. Februar? Unser Album beziehungsweise vorrangig die Single. Kauft die Single, kauft alle die Single. Kann man im Prinzip überall, was man kennt, also Google Play, Amazon, iTunes sind ja die großen. Natürlich die Streaming-Dienste werden auch bedient, also Spotify vor allem natürlich und Deezer und so wahrscheinlich auch.
Aber im Prinzip alle gängigen Verkaufsstellen sozusagen, die Downloads anbieten, da kann man wahrscheinlich sogar Mediamarkt, Download Store und Saturn und so. Ja. Okay, alles klar. So, jetzt habe ich noch was vorbereitet. Da seid ihr natürlich jetzt nicht vorbereitet drauf. Okay. Aber wir haben ein Fragenspiel vor mit euch. Oh. Da werdet ihr euch gleich wie bei einem Verhör vor die Kamera setzen und ich werde euch entweder oder beziehungsweise ja oder nein Fragen stellen und ihr dürft maximal einen Satz sagen. Hört sich gut an. Seid ihr bereit dafür? Hört sich lustig an, ja. Okay. Gut, dann machen wir das jetzt. Die Beatles oder The Rolling Stones? Rolling Stones. Die Beatles. PlayStation oder Xbox? Xbox 360 aber. PlayStation. Bist du Single? Ja. Nein. Marmelade oder Nutella? Nutella. Nutella. Netflix oder Kino? Amazon Prime. Kino. Blond oder Brünett? Beides. Brünett. Nacht oder Tag? Nacht. Nacht. So, und das war's heute auch schon. Ich danke euch fürs Kommen und am 9. Februar kommt ihr neues Album raus. Jawohl. Vielen Dank. Dankeschön. Gerne da sein dürfen.